Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Weiter geht es hier momentan in Serendipity, wo ich hier beim letzten Mal zwischendurch zurückgegangen bin, in der Hoffnung, ich könnte hier bei Lady Mystic ein paar Fragmentfertigkeiten erhalten. Ist aber leider nichts draus geworden, denn wir haben immer noch nicht genug, wie es scheint, obwohl wir ja schon so viel zusammengesammelt haben. Ja, macht aber nichts. Trotzdem habe ich hier immer noch ein bisschen was zu tun, denn jetzt habe ich hier anscheinend ja die Möglichkeit, mir ein weiteres Urartefakt und ein paar zusätzliche Fragmente zu holen. Da ich ja offscreen unter anderem mir jetzt hier ein wenig Geld zusammengesammelt habe und nicht nur Geld, sondern wie ihr auch hier sehen könnt, massenweise KP. Ja, wie ist das hier zustande gekommen? Ganz einfach, ich habe offscreen eigentlich ja nur hier Komponenten sammeln wollen für meinen Wasserwerfer. Und ja, da habe ich eigentlich ja so ein bisschen, naja, die Zeit vergessen. Geschweige denn, also, ich war so sehr darin vertieft, dass ich jetzt überhaupt gar nicht gemerkt habe, wie viel KP und Geld ich dabei auch noch nebenbei zusammengesucht habe. Ja, gut, deswegen würde ich aber sagen, ich werde mal den neuen Wasserwerfer einfach mal ins Team aufnehmen. Er ist zwar eigentlich jetzt momentan nur minimal stärker als mein Detonator, hat aber wesentlich bessere Fähigkeiten, wie ich finde. Also, die Empathiefähigkeit ist ja natürlich die gleiche, aber er hat wesentlich bessere Attacken drauf, die jetzt eigentlich auch sogar ein bisschen magieorientierter sind. Ja, gut, den habe ich ja jetzt erstmal hier ins Team aufgenommen. Und was ich eigentlich auch gerne mal versuchen wollte, ist ja endlich mal hier diese sogenannte Monsterzucht. Ja, die ist ja eigentlich ja ganz einfach. Also die Monsterzucht besteht ja eigentlich ja darin, dass ich jetzt hier ein Monster wählen darf und dieses jetzt ein anderes verfüttern darf, um dessen Statuswerte zu übertragen. Also zumindest diverse Passivfertigkeiten. Wie jetzt zum Beispiel das, was jetzt hier mein Detonator so drauf hat. Ne, das ist der Wasserwerfer, aber den will ich ja nicht verfüttern. Ne, da können wir eigentlich ja so ein paar andere Sachen machen. Also je nachdem, was man hier so alles an denen verfüttern kann, kann man ja eigentlich einmal so gucken. Der kann dann eigentlich ja so einiges nehmen. So, wollen wir mal gucken. Also ich will den mal hier so transfusionieren. Den kann ich ja jetzt zum Beispiel an meinen Detonator verfüttern, wenn ich wollte. Und dann wäre ich sogar in der Lage, jetzt hier Angriffszauber plus 20 und so weiter jetzt hier an den jetzt zu übertragen. Oder so. Ja, oder in der Art. Okay. Muss ich öfter mal gucken. Also er hat ja so ein paar Sachen, die er jetzt hier so kriegen könnte. Okay, Passivfertigkeiten. Attacke ATB Plus. Können wir mal hier versuchen. So, warte mal erstmal hier nach. Ne, warte mal nach Stufe. Ja, aus irgendeinem Grund wird ja mein Wasserwerfer hier nicht mit angezeigt. Ja, es ist immer nicht so einfach. Also man muss eigentlich hier so schon ein bisschen reinfuchsen. Also was können wir machen? Also, ah, Tatsache, ich kann den Wasserwerfer auswählen. So, was brauchen wir? Also wir können uns ja eigentlich ein paar Sachen aussuchen. Also was können wir alles so machen? Ja, genau. Ich könnte meinen Detonator jetzt hier machen. Detonator wird 20, ja, wird geopfert, um Wasserwerfer zu stärken. Ja, dem könnten wir jetzt eigentlich ja hier die Angriffszauber noch zusätzlich verstärken und er kriegt eine Blitzresistenz von 10% dazu. Ich denke mal, das tun wir sogar auch. Ja, besitzt eine übertragbare Rollenfähigkeit. Können wir machen. Also eine übertragen. Würde ich mal sagen, ja, diese ist gut. Wir werden ihm einfach mal diese Fähigkeit geben. Ja, Detonator 20 hat sich aufgelöst, um den Wasserwerfer zu stärken. Ja, den hat er jetzt dazu bekommen. Und wir können ja noch so ein paar andere Monster noch reinpacken. Zum Beispiel könnte ich ja mal versuchen, den PT Dragoner. Ja. Kann bis zu 10 Passivfertigkeiten erlernen, die Fähigkeiten des Monsters übertragen. Ich könnte den opfern, das mache ich auch mal. Ja, Rollenfertigkeit trotzdem übertragen. Ja. So, damit hat jetzt eigentlich ja mein Wasserwerfer sogar die Rapid-Empathie erhalten. Wodurch sich sein Empathiebalken jetzt sogar noch weiter steigert. Also sprich, er fühlt sich schneller. Das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Also dann können wir ja seine Fähigkeit sehr, sehr oft einsetzen. Ja, das können wir eigentlich ja mit vielen machen. Also zumindest eigentlich kann ich ja nur die Fähigkeiten benutzen, bei der jetzt nicht so ein rotes Schloss hier vorhängt. Sprich also, wenn ich ihn jetzt hier den Chilicerata opfern würde, würde er jetzt noch eine Feuerresistenz zu bekommen. Da will ich ja jetzt hier nicht so übertreiben. Schockdauer wäre aber auch eigentlich ja effektiv. Gucken wir mal, was wir noch hier so reinpacken können. Okay, Magiewirkungskraft wird reduziert, das wollen wir natürlich nicht. Rapid Empathy haben wir ja schon. Obwohl ich mir nicht so ganz sicher bin, könnte ich die eigentlich sogar noch zusätzlich reinhauen? Weiß ich nicht. So, Empathy Woge und Empathy Zeche kann ich ihm leider nicht geben, wäre aber auch ziemlich cool gewesen. Eintreiber. Was kann Eintreiber? Erhöht die Gil-Ausbeute nach Kämpfen. Die würde ich ihm schon geben.
Zustandsresistenzen. Wäre auch nicht verkehrt. Aber das hier ist eigentlich erstmal gut. Den Pieper Pieper aufnehmen, um Attacke ATP Plus zu kriegen. Ich denke mal, die gebe ich ihm noch. Ja, kann keine Rollenfall trotzdem fortfahren? Ja. So, dann gebe ich ihm noch was anderes. Nehme ich nochmal schnell. Ja, Zustandsresistenz kann ich auch noch machen. Und den Eintreiber kriegt er noch von mir. Da mein Wasserwerfer quasi jetzt einer meiner wichtigsten Monster ist, würde ich den ja gerne so benutzen. So, aber ich könnte natürlich auch die hier stärken. So, gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Blitzschocker wäre auch cool, aber geht leider nicht. Serienbonus, Feuerresistenz, TP kritisch Schaden. Schockdauer Plus wäre auch nicht verkehrt. Aber na gut. Eigentlich wäre ja eigentlich am besten etwas, was ich ja hier so nutzen könnte. Das muss nicht sein. Drillingsbund. Naja. Muss er jetzt aber auch nicht wirklich alles hier reinpacken. Also man sollte vielleicht auch so ein paar Monster jetzt hier noch übrig lassen, die man jetzt noch vielleicht eventuell trainieren könnte. Ne, das war jetzt eigentlich ja nur so ein Beispiel. Aber trotzdem hat es sich ja ein bisschen gelohnt, jetzt hier meinen Wasserwerfer dementsprechend nochmal richtig zu verstärken. Wie gesagt, also er ist eigentlich einer meiner wichtigsten Angriffsmonster und deswegen braucht er entsprechend auch hier Power. Ja gut, ich gehe dann erstmal hier kurz in das Casino rein, weil ich will jetzt erstmal mein Geld hier ein wenig gegen Münzen eintauschen. Also ich könnte jetzt mindestens 20.000 Münzen zusammenkriegen, soweit ich das jetzt hier so habe. Und das sollte eigentlich auch erstmal genügen. Also ich will ja zumindest ein Urartefakt haben. So, hallo. Greetings and salutations. What can I do for you today? Ja, was kannst du für uns tun? Erstmal hier Casino-Münzen einlösen. Nee, Coupons habe ich nicht. Coupons habe ich anscheinend ja nicht. So, was brauche ich eigentlich erstmal hier? Also ich brauche... Ja, die Chaos-Kristall, den weiß ich, brauche ich ja eigentlich sogar noch. Also ich brauche ja erstmal das Urartefakt und möglicherweise, ja, eigentlich die anderen beiden auch noch. Also die drei sind ja alles Fragmente. Aber ich brauche eigentlich ja erstmal nur das Urartefakt, also die Fragmente sind erstmal unwichtig. Deswegen, ja, werde ich mir mal 10.000 Casino-Münzen jetzt erstmal holen. Dann habe ich mir jetzt erstmal schon mal ordentlich was zusammen. So. Und dann hole ich mir jetzt noch das Urartefakt noch mit. So, kann ich jetzt das hier kaufen? Okay, sie hat auch bloß dieses eine. So, ausverkauft. Das war's. Gut. Damit haben wir eigentlich erstmal alle möglichen verfügbaren Urartefakte in unserem Besitz. Und die kann ich dann jetzt eigentlich auch gleich so nach Belieben nutzen. Ja. Wo könnte ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Also muss ich erstmal kurz gucken. Beziehungsweise ich muss ja eigentlich ja von hier aus erstmal wieder raus auf die Chronosphäre. Wir wollen ja schließlich auch nochmal ein bisschen was Interessanteres machen, außer jetzt hier nur irgendwelches Geld ausgeben. So, hier waren wir ja schon überall. Da waren wir auch schon. Hier waren wir ja zwar auch, aber hier können wir noch nichts weiter machen, weil uns da noch was fehlt. Ne, wo wollte ich denn jetzt hier hin? Arcade-Steppe? Das bringt mich ja irgendwo hin, wo ich ja noch nicht hin möchte. So, wo könnte ich denn jetzt noch als nächstes lang? Genau, aber war ich ja hier stehen geblieben. Gibt zwar allerdings keine Fragmente, beziehungsweise kein weiteres Urartefakt. Tja. Gute Frage. Also theoretisch könnte ich jetzt nur noch in der Arcade-Steppe erstmal das Portal dann gleich öffnen. Aber ich denke... Oder? Ja, ich denke mal, Urban mache ich zum Schluss, weil das ja noch eigentlich wieder mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Nee, ich denke mal, ich werde tatsächlich jetzt doch mal das Urartefakt benutzen, das in der Arcade-Steppe ist, dass ich da das Portal öffne. Also wieder dorthin zurück. Und falls es doch nichts wird, habe ich ja immer noch ein Urartefakt in Reserve über. Also alles okay. Ich bin eigentlich jetzt nur eigentlich einmal neugierig, wo mich das hinführen wird. Wäre ja nicht verkehrt, wenn es mich ja dahin führt, wo ich ja unbedingt hin muss. Bisschen schneller Ladezeiten. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich kann mich ja jetzt natürlich eigentlich auch gleich mal um die Monster kümmern. Also bei den KP, die ich zusammen habe, müsste ich ja jetzt ordentlich Statuswerte zusammenbekommen. Aber naja, das hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Nee. Also was ich eigentlich erstmal nur machen will, ist ja das Portal öffnen. Hä? Was zum... Achso, das ist nur ein Grashalm. Ich dachte jetzt echt schon, was ist das hier für ein komisches Gebüsch hier? Ja gut, wir werden einfach nochmal ein bisschen kämpfen, muss ja auch sein.
Obwohl ich ja das momentan jetzt eigentlich erstmal nicht müsste, aber egal. Fragmente sammeln tue ich trotzdem gerne noch. Yeah. So, wir haben erstmal noch Allheilmittel. Sehr gut. So, wo ist jetzt eigentlich nochmal das Portal? Ach, da hinten ist es. Warte mal, wer... Achso, das ist ein Chocobo. Eigentlich ja auch keine schlechte Idee, denn jetzt können wir sie ja endlich benutzen. Habe ich ja total vergessen. Nachdem wir ja jetzt endlich ja alle Kaktusstatuen aktiviert haben und sogar jetzt auch das Siegel hier gelöst haben, sind wir jetzt nun endlich berechtigt, hier von den Jägern uns einfach mal ein paar Chocobos auszuleihen. So, dann mal los. Ich bin ja jetzt erstmal neugierig, was hier versteckt ist. Gut, wir haben... Warte mal, ich habe nur einen Artefakt. Ah ja, richtig, ich habe das ja, glaube ich, ja für das andere, für Urba jetzt benutzt, oder? Kann schon sein. Okay, und wie ich es mir eigentlich schon dachte, also das ist hier noch etwas zu früh, diesen Ort zu besuchen. Peace, weil... da sind wir eigentlich ja schon im ersten Teil gewesen, aber jetzt, naja, bringt es mir momentan noch nicht viel. Tja, das ist natürlich jetzt doof. Ja, dann habe ich jetzt in zweiter nichts zu tun, also jetzt diese Geschichte mit Urba hier noch. Aber irgendwie habe ich jetzt darauf auch nicht so richtig Bock, das jetzt zu erledigen. Nee, warte mal, weißt du was? Ich glaube, ich mache erstmal hier Fragmente sammeln in Academia. Weil da sind ja nämlich noch so einige Fragmente, die ich ja jetzt noch vielleicht holen könnte. Also eines geht ja natürlich nicht, und zwar das mit den Karten, die ich ja noch machen muss. Also die Kartenliste vervollständigen. Das kann ich ja leider noch nicht machen. Aber immerhin kann ich ja noch ein paar andere Sachen suchen. Also es gibt ja bestimmt haufenweise Fragmente, die ich ja jetzt hier einfach mal so in diversen Ecken und Enden finden kann. Was weiß ich. Einfach mal ein bisschen rumgucken, vielleicht ist es ja wirklich hier was Interessantes. So, jetzt aber ein bisschen schneller. Also ich will ja hier noch ein bisschen was schaffen, okay? So, da sind wir auch schon. So, wo, in welcher Ecke bin ich jetzt hier gerade? Also ein paar Teile habe ich mir ja noch nicht so richtig angeschaut, weil ich ja da eigentlich auch noch gar nicht richtig hin kann. Außer vielleicht höchstens jetzt über diesen Pfad hier, das wäre möglich. Also, ich kann ja nicht da bei den Absperrungen lang, aber ich kann zumindest diverse Umwege laufen. Naja, gut, mal sehen, wie wir das hinbekommen. So, erstmal muss ich ja hier lang. Natürlich muss ich auch aufpassen, weil hier tauchen ja gerne die Steve auf. Und zwar nicht zu knapp. Aber egal, die sind ja jetzt eigentlich keine Gegner mehr für uns. Könnte ich eigentlich auch die später mal wieder hier benutzen, um zu leveln. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass ich ja jetzt hier noch die Paradigmen jetzt hier verändert habe. Warte mal, muss ich noch mal kurz was machen. Denn jetzt hat sich ja, nachdem ich ja jetzt hier den Wasserwerfer jetzt hier neu eingetauscht habe, hat sich ja einiges geändert. Gut, das sollte reichen. Ja, das kann so bleiben. Das ebenso und das auch. Alles klar, gut, das reicht. Alles klar. Ja gut, hier war ich ja schon. Ich habe allerdings hier nur so einen kleinen Fitzel von der Karte noch offen gelassen, den ich vielleicht nochmal hätte schließen sollen. Gut, ein paar von denen kriegen wir doch noch erwischt. Ja, wird jetzt allerdings hier ein bisschen stressig, jetzt hier durchzukommen. Wow, das war mal ein Schaden. Ja, geht aber wenigstens schnell. So, und 400 KP kriegt man eigentlich pro Sieg. Ja, das könnte man tatsächlich jetzt hier so automatisch, so automatisieren in gewisser Weise. So, Chocolina ist ja irgendwo hier oben. Warte mal. Ach nee, ich gehe hier falsch. Gut, dann bringen wir das mal so hoffentlich schnell hinter uns.
Blöd, dass sie sich jetzt gerade verteilt haben. Das finde ich nicht so schön. Das war's dann auch schon. Okay, was haben wir? 5 Sterne und Unheiltränen. Gut. Können wir bestimmt noch für irgendwas benutzen. Nee, ich muss jetzt erstmal hier in diese Richtung. So, gut. Wenn ich das jetzt richtig sehe, gleich links rum und dann gleich die nächste wieder rechts bei der Abzweigung. Ja, das schaffen wir schon. Ja, wäre eigentlich ja nicht verkehrt, wenn ich das irgendwie mit der Sea-Flut vielleicht irgendwie noch etwas eindämmen könnte. Aber ich glaube, das wird nichts. Gut, dann gehe ich hier lang. Hier waren wir eigentlich ja praktisch schon überall. Nur den... Achso, nee, da komme ich ja gar nicht rauf. Das ist ja auch eingestürzt. Nee, warte mal, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Also wo muss ich dann eigentlich überall noch rumsuchen, um jetzt hier mit Leuten zu reden? Also es fehlen ja noch so ein paar Stellen eigentlich. Ich versuche es mal hier mit, also... Obwohl, ich glaube, den ganzen Nordbezirk hier kann ich überhaupt gar nicht betreten, weil ja überall entweder Brücken eingestürzt sind oder jetzt hier Sperren sind. Das bringt also nichts. Ja, ich glaube, da muss ich mal wieder ein bisschen nachschlagen, weil jetzt sehe ich hier gerade noch gar nicht durch. Das kann dauern. Nee, aber ich will mich ja trotzdem erstmal hier nochmal in aller Ruhe umschauen. Vielleicht gibt es ja hier noch so ein paar Sachen, die ich ja noch machen könnte. Irgendwo muss es ja noch Aufträge oder so geben. Ich meine, 13 Fragmente, also da muss doch irgendwie was rauskommen. So, Kummertränen und Unheiltränen. Ja, sehr gut. Ich meine, sonst habe ich eigentlich ja nichts weiteres gefunden. Ich habe nur jetzt eigentlich ja noch das Boss-Fragment erhalten, also als ich ja diese Zenobia besiegt habe. So, da geht es leider auch nicht weiter. Mist. Das ist nicht gut. Oder halt mal, könnte ich vielleicht da unten irgendwie lang? Ich weiß es nicht. Also ich sehe eigentlich ja, da unten ist eigentlich ja noch ein Weg. Irgendwo da, an dieser Stelle. Beziehungsweise da oben irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade echt gar nicht durch hier. Ich gehe nochmal hier kurz zu dem Anfang zurück, wo die sichere Zone steht. Vielleicht ist ja da etwas, was ich ja noch gebrauchen kann. So, warte mal. Erstmal hier schauen. So, wo war ich jetzt noch überall? Also, es sind überall hier Menschen, das sehe ich ja. Ist auch schön und gut, aber was mache ich dann weiter? Also, ich könnte jetzt höchstens noch diesen einen Südbereich hier jetzt eigentlich ja noch untersuchen. Vielleicht ist ja da noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Aber sonst weiß ich jetzt echt nicht, wo ich noch hin soll. So, wenn sie wenigstens die Läden aufmachen würden. So, hier geht's auch nicht weiter. Nee, warte mal, wo kann ich denn überhaupt von dort aus lang? Man, das ist ja alles hier mit so vielen verschiedenen Etagen, da blickst du gar nicht mehr durch. Tja. Ich habe echt gerade jetzt keine Ahnung.
überall Menschen, die in Panik sind und ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja gut, ich gehe einfach erstmal den Weg lang. So. Und das Schlimmste ist, man kann nicht mal von denen richtig wegrennen. Das geht überhaupt nicht. Das, ehrlich gesagt, das stört mich jetzt total. Na schön. Wo kann ich jetzt als dieses lang? Also, warte mal. Ist hier eine sichere Zone? In gewisser Weise vielleicht schon. Ah, warte mal. Ich höre hier was. Hier ist irgendwo ein Schatz. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Wo da oben? Ach, da. Ja, wäre nett, wenn ich irgendwie da hinkommen würde. Aber ich wüsste jetzt echt nicht wie. Also, ich sehe jetzt gerade keinen direkten Weg dorthin. Außer diese Treppe da. Ah ja, da oben. Ich sehe da auch noch Roboter und so ein Zeug. So, machen wir das einfach mal so. Dann kommen wir wenigstens auch noch ran. Gut, Speckbrocken erhalten. Alles klar. Okay. Ja gut, hier habe ich glaube ich erstmal ein bisschen Ruhe, wie es aussieht. Also ich hoffe es zumindest mal, dass mir jetzt hier wenigstens keiner auf die Nerven gehen wird. Ja, okay. Schön und gut. Also ich denke mal, von dort aus könnte ich vielleicht eigentlich ja noch ein paar andere Bezirke jetzt noch erkunden, wo ich jetzt noch nicht so war. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Freunde, wieder vielen Dank hier fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann hier kurz weiter in Academia. Und ich werde mal erstmal schauen, wo ich jetzt überhaupt hier Fragmente finden kann. Weil es fehlen ja immer noch so einige, leider. Und wie viel habe ich eigentlich überhaupt hier von der Karte zusammen? Kann man das überhaupt hier eigentlich sehen? Nee, ich glaube nicht. Es steht leider hier kein Prozentsatz dran, ne? Na gut, überbringe die erkundeten Karten. Tja. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt überhaupt schon die jetzt reinbringen könnte, die ich überhaupt schon habe. Es könnte nämlich auch sein, dass ich tatsächlich für alle Karten, die ich ja jetzt überhaupt besitze, jetzt immer ein Fragment bekomme jeweils. Wenn das so ist, dann, tja. Mal sehen. Aber das werde ich ja gleich herausfinden. Also zumindest bis zum nächsten Part werde ich das jetzt schon wissen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!